Ich würde dich bitten, dass du einfach weitermachst und wir gucken nämlich jetzt von einem Minigarten in einen riesen Panoramagarten. Im Leipziger Panometer konnten wir bereits in den Regenwald gehen und den Mount Everest besteigen oder auch ein Korallenriff bestaunen. Alles auf gigantischen Leinwänden erdacht von Yadigar Assisi. Und das aktuelle Panorama zeigt einen alltäglichen Ort, Carolas Garten. Ein bescheidenes Motiv hat er diesmal gewählt, der Künstler Yadigar Assisi. Einen Hausgarten im Norden von Leipzig, angelegt von Carola, einer verstorbenen Mitarbeiterin des Künstlers. Nichts hier scheint ungewöhnlich oder besonders, aber der erste Eindruck täuscht. Ich bin jetzt eine Woche hier, aber ich merke, viel mehr braucht man eigentlich nicht. Ja? Also dieses Wachsen und Gehen und Kommen und Begreifen, das ist letztlich auch eine Quelle des eigenen Glücks. Also zu begreifen, dass das Glück nicht mit groß und mit viel und mit weit zu tun hat, sondern eben mit einer Intensität zu tun hat. Und diese Intensität kann eigentlich jeder an jedem Ort dieser Welt haben. Intensiv geht es hier wirklich zu, bei den Arbeiten für das neue Panorama. Ein Team von Fotografen, Biologen und Filmern schnüffelt durch den Garten. Nichts bleibt unbeobachtet. Jede Kreatur, auch die kleinste, verdient Aufmerksamkeit. Jeder Vogel wird gefilmt, jede Blüte, jeder Käfer fotografiert. All diese Dinge sollen nachher ihren Weg finden in das Panorama und in die Begleitausstellung. Carolas Garten erfüllt alle Erwartungen. Ich hab's geahnt, weil manchmal liegt man ja auf der Wiese, ja, und hat nichts zu tun. Die Sonne prasselt auf einen ein und auf einmal guckt man zufällig in ein Stück Rasenstück. Ja, und dann sieht man, was da los ist. Ja, und dann sagt man, und wenn ich noch tiefer gehe, da ist ja noch mehr los. Ja. Aber für das riesige Panorama reicht selbst die Vielfalt im Garten nicht. Im Berliner Atelier geht es weiter. Noch fehlen Elemente in dem großen Bild, wie eine tote Motte und eine Schnake. Auch sie werden mit neuester Technik in Szene gesetzt und begeistern den Künstler. Ein Wunderwerk der Natur. Am Computer und Zeichenbrett erschafft der Künstler den Garten neu. Nichts von dem, was nachher auf der Leinwand zu sehen ist, war in der Natur an dieser Stelle. Alle Objekte stehen in neuem Zusammenhang. Der Garten wird zum Bild, zur Malerei. Alles, was ich hier tue, ist letztlich ein gestalterischer Prozess. Ja, das ist nicht, ich sage, da fehlt noch was. Manchmal sage ich, da fehlt eine Farbe, manchmal fehlt ein Inhalt. Ja, und dann baue ich mir das Bild, bis es dann letztendlich diese komprimierte Situation ergibt, die es so in der Natur nie geben wird. Was Assisi da erschafft, ist ein neuer Blick auf den Garten, ein riesiger Mikrokosmos mit viel künstlerischer Freiheit. Die Jahreszeiten gehen durcheinander, es blühen Blumen, die eigentlich nicht zusammenblühen. Und das alles auf einer 30 Meter hohen Leinwand. Eine Herausforderung. Ich hatte am Anfang ziemlich Schwierigkeiten, weil man macht sich ja sehr, sehr klein. Also wenn man hier mal so ein Verhältnis hat, das wäre ein Mensch im Verhältnis zur Biene. Ja, also man ist ums Tausendfache kleiner, als man normalerweise ist. Und jetzt sich da reinzudenken, das hat eine Weile gebraucht, weil ich muss mich ja die ganze Zeit so klein machen. Ja, und man verhaut sich immer in den Dimensionen. Ja. Und wenn man sich dann einmal reingefunden hat, dann fühlt man sich ganz wohl in diesem kleinen Mikrokosmos. 3 Jahre hat Assisi von der Idee bis zur Realisierung an dem Gartenpanorama gearbeitet. Die lange Zeit hat ihn auch ein bisschen verändert. Vor einem Monat habe ich das erste Mal auf dem Balkon so einen Blumenkasten mir gekauft und habe das erste Mal ausgesät und jeden Tag geguckt, was da rauskommt. Ich war, also dieses Wunderwerk, was man ja seit Kindheit weiß, also das erfahre ich jetzt im noch nicht ganz hohen Alter, aber wirklich fortgeschrittenen Alter. Das ist etwas, was mich total fasziniert und ich glaube, aus mir wird ein kleiner Gärtner.